Ja, Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island Part 35, Kapitel 4 immer noch, The Trail and Execution of Guybrush Threepwood. Wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben und ja, hier scheint nicht so viel zu sein. Wir gehen jetzt mal zurück und diesmal gehen wir in den Club 41. Ob der Club 41 wohl seine restriktiven Bestimmungen gelockert hat? Ich denke, ja. So, und... Genau, wir können jetzt erstmal kurz hier rumlaufen, ohne reden zu müssen. Wir werden jetzt noch ganz kurz was erzählen, und zwar, dass, wie ich finde, ich persönlich fand, dass Kapitel 4, also dieses Kapitel, was wir jetzt hier gerade spielen, so eins der schwierigsten bisher war. Kapitel 5 habe ich selber noch nicht angefangen, persönlich, für mich selbst zu spielen. Also kenne ich noch gar nicht. Werde ich nachher nochmal irgendwann anfangen, bevor ich da selber im Let's Play mit anfange. Dieses Kapitel habe ich erst letztens zu Ende gespielt, für mich privat. Und musste einfach sagen, dass, und feststellen, dass das Kapitel das schwierigste Kapitel von allen war. Ich habe da so lange gebraucht, dieses Kapitel durchzuspielen. Weil da sind manchmal Sachen, auf die kommt man einfach nicht. Man muss es nachher probieren, 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 probieren. Und irgendwann hat man Glück und macht genau das Richtige. Aber das werden wir noch merken, dass das nicht so einfach ist. Hübsche Dartscheibe. Ah, es ist eines der wenigen Dinge, die ich retten konnte, als ich vor vielen Jahren am Ufer von Flotsam angespült wurde. Darf ich eine Runde spielen? Leider sind die Dartpfeile vor ein paar Wochen bei einer Kneipenschlägerei verschwunden. Wirklich schade, wo doch das jährliche Flotsam Island Dart-Turnier morgen Abend ist. Tja, das war der Richter übrigens. Er hier ist der Richter und da der Besitzer gleichzeitig. Richter Grindstone? Club 41. Bitte lassen Sie die Förmlichkeit. Hier drin bin ich nur der ganz gewöhnliche W.P. Grindstump, Inhaber und Betreiber des Club 41. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Glänzend! Bezahlen Sie mit Dublon, Triblon, Coupons oder flotsamianischen Förschaffs? Ehrlich gesagt, bin ich gerade knapp bei Kasse. Das macht doch nichts, wir schreiben an. Das würden Sie? Das ist echt ungewöhnlich, zumindest für die Läden, in denen ich bislang verkehrte. Naja, ich gehe ja kein besonders großes Risiko ein. Du wirst die Stadt sicher nicht verlassen, stimmt's? Ich nehme einen Grogantini. Bringen Sie mir einen Grogantini. Lecker gemixt. Oh, das tut mir aber leid. Grogantinis werden hier nicht mehr serviert. Die meisten Piraten haben sich ständig über die kleinen Porzellanschwerter beschwert. Ich nehme einen Grog. Ein Grog, aber gepflegt. Kommt sofort! Oh, erfrischend. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf es denn sein? Ich nehme, wohl, ne. Wenn ich es mir genau überlege, bin ich doch nicht so durstig wie gedacht. Sind Sie denn nicht ein bisschen erschrocken, mich hier frei rumlaufen zu sehen? Sind Sie denn nicht ein bisschen erschrocken, mich hier frei rumlaufen zu sehen? Du lieber Himmel, nein! Was wäre denn das hier wohl für eine Piratenstadt, wenn wir nicht den gelegentlichen Gefängnisurlaub billigen würden? Eine bemerkenswert fortschrittliche Einstellung. Nebenbei erwähnt, es ist ja nicht so, dass man dem Schwert der Justitia auf Flotsam entrinnen könnte, seit die verfluchten Winde wieder wehen. Die Lady Snell sieht heute aber ein wenig trostlos aus. Die Ladies' Night sieht heute aber ein wenig trostlos aus. Nein, nein, es ist noch früh am Abend. Sobald das Buffet aufgebaut ist, rockt der Laden hier heißer als des Teufels Schlüpfer. Ihnen gehört also wirklich der Club 41? Ihnen gehört also wirklich der Club 41? Ja, das stimmt. Seit ich ihn von seinem Vorbesitzer in einem Dart-Wettbewerb vor ein paar Jahren gewann. Der arme Kerl hat nie erfahren, was ihn da traf. Mit was ihn da traf, meinen Sie da etwa... Ein Dartpfeil mitten in seine Birne. Warum nennt man diesen Ort eigentlich Club 41? Ich hatte mich schon gefragt, warum dieses Etablissement eigentlich Club 41 heißt. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau. Der Vorbesitzer konnte mir das nicht mehr sagen, bevor er seiner Dartpfeilverletzung erlag.
Okay. Tschüss. Nun, das war ein wenig seltsam, aber ich muss einen Namen reinwaschen und eine Pockenepidemie heilen. Ach, viel Glück dabei. Achso, gucken wir mal rüber und reden hier direkt mal mit Morgan, die uns hintergangen hat. Warum hast du The Singe enttäuscht? Ich will mich nicht beschweren, aber warum hast du The Singes Angebot abgelehnt, meine Frau zu fangen? Ich mag ein hinterhältiger Söldner sein, aber selbst ich achte gewisse Standards. Sicher, jetzt hast du Standards. Zu dumm nur, dass sie nicht vorhanden waren, als du meine Hand abgetrennt oder mich hinterrücks bewusstlos geschlagen und nach Flotsam Island zurückverschleppt hast. Was soll ich dazu sagen? Ich bin nun mal kompliziert. Was wollte The Singe überhaupt mit Elaine? Was wollte The Singe überhaupt mit Elaine? Du hast den Mann doch gehört. Er hat was mit deinem einzigartigen Bockenerregerstamm zu tun. Ich glaube, er denkt, dass auch deine Frau ihn hat. Du siehst ungewöhnlich bitter aus. Du siehst ungewöhnlich bitter aus? Es war einer dieser Tage. Ich weiß, was du meinst. Helden aus einer Kindheit zu verraten, kann ganz schön anstrengend sein. Hey, das war nur geschäftlich. Deine Geschäfte sind so lau wie die Winde von Flotsam. Manchmal. Was trinkst du? Was sind das für furchterregende Getränke? Das ist eine Reihe aus Blood Island Volcano Shots. Die sehen schmerzhaft aus. Nur der erste. Ich bin wegen deinem früheren Verhalten immer noch unerfreut. Du solltest wissen, dass ich immer noch wütend auf dich bin. Würde es helfen, wenn ich dir was zu trinken hole? Damit du mich vergiften kannst? Danke, nein. Hey, warum bist du denn nicht verpockt? Ich habe bemerkt, dass du ohne Pocken bist. Ich bin pockenfrei. Werde regelmäßig getestet. Weißt du warum? Wahrscheinlich, weil ich nicht wirklich ein Pirat bin, sondern eine Piratenjägerin. Man muss Pocken bewundern, die kleine semantische Unterschiede erkennen können. Ich könnte für dieses Gerichtsverfahren Hilfe gebrauchen. Weißt du, solltest du auch nur ein klitzekleines schlechtes Gewissen haben, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich höre. Dieses Gerichtsverfahren läuft. Das habe ich gehört. So ein Typ wollte mir weismachen, dass es das Verfahren des Jahrhunderts ist. Nun ja, ich ist. Könnte ein paar falsche Beweisstücke gebrauchen. Oder ein paar eingeschüchterte Zeugen. Oder ein paar zielgerichtete Bestechungsversuche. Ich bin zu teuer für dich. Natürlich, wie dumm von mir. Für dich ist doch alles nur eine Frage der Goldstücke, stimmt's? Nicht immer. Ich nehme auch Silberstücke. Komm schon, hilf mir bei diesem Gerichtsverfahren. Du hast deine Meinung geändert und willst mir nicht mit meinen juristischen Problemen helfen? Das juristische System der Piraten und ich vertragen uns nicht besonders. Und selbst wenn das anders wäre, ich arbeite nur gegen Bezahlung. Tschüss. Ich kann sehen, dass du mit deinen inneren Dämonen kämpfen musst, also gehe ich mal weiter. Danke. Und pass auf The Singe auf. Was er mit seinem Finger getan hat, war unnatürlich. Das muss der Screaming Narwhal sein, nachdem mein Schiff benannt wurde. Gruselig. Seitdem ich etwas Zeit in diesen sanften Don Juans der Tiefe verbracht habe, fühle ich mich etwas verstimmt, wenn ich ihre Köpfe an einer Wand hängen sehe. Eine Kerze. Ich frage mich, was mit Murray geschehen ist. Heißes, weiches Wachs. Tja, gucken wir uns doch mal dieses furchterregende Gemälde an. Was ist das für eine künstlerische Scheußlichkeit? Ah, das ist ein Gemälde von Flotsam Islands berüchtigtem Dschungelbiest, gemalt von unserem eigenen Hemlock McGee. Hemlock? Echt? Ei, keiner weiß mehr über unser legendäres Biestchen als der alte Hemlock. Mach mir eine ganze Reihe Blood Island Volcano Shots. Aber gern. Dazu gibt es gratis unsere Club 41 Volcano Shot Thermotasse. Gehauen aus Lavaschmelze, die heiße Flüssigkeiten bis zu einer Woche warm halten. Ich bin beeindruckt. Oh, das ist vielleicht eine heiße Grog-auf-Grog-Action. Den hebe ich mir für später auf. Okay. Hey, WP. Kapitän Threepwood, was kann ich für Sie tun?
Drink. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf's denn sein? Wie wär's mit noch ein paar Volcano-Shots? Wie wär's mit noch ein paar Volcano-Shots? Tut mir leid. Nur eine je Kunde. Okay, tschüss. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal mehr. Wir haben hier 5 leere Volcano-Shot-Gläser und einen Blood Island Volcano-Shot einmal an sich. Die brauchen wir auch noch alle. Das werden wir nachher sehen. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part, aber wir werden das auf jeden Fall noch zu Gesicht bekommen. So, wir reden jetzt nochmal mit dem Glasbläser. Ah, jetzt ist hier die Kameraführung anders. Sehr gut. So. Hey, Jüngling! Ich kann mir denken, dass du neugierig bist, was hinter den Kulissen von Stans Gerichtssouvenirladen so vor sich geht. Aber ich fürchte, ich muss dich von dieser Tür hier wegschicken. Warum? Weil Stan genau hier den Zauber vollbringt, Junge. Hier werden meine Träume Realität. Und einige meiner Realitäten werden Träume. Aha, du schläfst hier also. Ja, aber nur bis sich das Geschäftsklima für Souvenirs erholt hat. Okay. Haben wir nicht wirklich viel erfahren dadurch, wa? So, Doro, haben wir immer noch den Deal mit dem Glasauge. Und um dem mal ein bisschen entgegenzuwirken, reden wir jetzt hier einfach mal mit dem Glasbläser. Glas, Glas klar, Glasmanufaktur. Ah, jetzt kapiere ich das. Beinförmige Lampe. Das ist ja vielleicht ein Ding. Ei, ist sie nicht wunderschön? Das ist ein Muster meiner verwegene Susi Langbein-Leuchtlampe. Der aufgesetzte Kristall wird tagelang leuchten. Meinen Sie nicht, dass sie ein bisschen kitschig ist? Nicht doch. Piraten stehen völlig auf sowas. So, jetzt reden. Ja? Was ist das denn? Pass lieber auf, wo du hintrittst. Das ist eine Lache mit flüssigem Glas. Sie kühlt in wenigen Sekunden ab. Aber bis dahin schmilzt das dir das Leder von den Füßen. Okay, und jetzt reden wir doch mal richtig mit ihm. Gehen zur Tür. Hallo, Unwissender auf der Straße. Was willst du? du bläst immer noch Glas? Du bläst immer noch Glas? Eine Reinigung würde doch sicher mehr Profit anbringen. Du hast doch keine Ahnung. Die Leute wollen Crimp Digits unzerbrechliche Röhren. Wie verrückt! Wie verrückt! Was für Leute? Naja, eigentlich nur eine Person. Aber der hat einen riesigen Vorrat bestellt. Frag mich nicht, warum. Warum? Ich hab darum gebeten, mich das nicht zu fragen. Warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen. Ich muss diese beinförmige Lampe haben. Ich muss diese Beinlampe haben. Ich muss einfach. Vergiss es, Klappergestell. Ich gebe einen völlig guten Prototyp nicht her. Sie hat nicht mal einen Kratzer. Ja schon, aber mal ganz langsam. Haben Sie mich eben Klappergestell genannt? Ich habe schon Skelette gesehen, die hatten mehr auf den Rippen als Sie. Es ist nicht mein Fehler, wenn du mit diesen fettleibigen Untoten den Umgang pflegst. Komm schon, gib mir die Beinlampe. Ich muss diese Beinlampe haben. Ich muss einfach. Vergiss es, Klappergestell. Ich gebe einen völlig guten Prototyp nicht her. Sie hat nicht mal einen Kratzer. Okay, das haben wir schon gehört. Kannst du mir ein Glasauge machen? Ich sehe, dass du ein Glasbein machen kannst, aber kannst du ein Glasauge machen? Ey! Aber nicht einfach irgendwelche Glasaugen. Echte Imitationsaugen aus Kristallriffen. Echte Imitationsaugen? Genau. Sie imitieren die Augenfarbe von allen, die sie sehen. Du richtest sie einfach auf die Augen von jemandem, lässt sie einige Sekunden einwirken und pardü, schon hast du eine neue Farbe. Wenn die Farbe deinen Vorstellungen entspricht, musst du es nur noch in die Augenhöhle drücken und dann bleibt es so für immer. Ich bin fasziniert und fast etwas optimistisch. Wie viel? Hier. Das Beschädigte kannst du kostenlos ausprobieren. Beschädigt? Ei, es ist etwas kurzsichtig. Folglich musst du sehr nah an das Subjekt ran, um die Augenfarbe korrekt einfangen zu können. Danke. Ich werde alle fiesen Dinge zurücknehmen, die ich über sie in meinem Tagebuch geschrieben habe. Wie fühlt es sich an, so hässlich und krank zu sein? Wie fühlt es sich an, so hässlich und krank zu sein? Was denkst du denn, wie es sich anfühlt? Schlecht, würde ich sagen. Ziemlich schlecht.
Du hast das richtig verstanden, kleines Fräulein. Empört dich dieses lächerliche Verfahren nicht? Empört dich dieses lächerliche Verfahren nicht? Ich freue mich nur, dass dieser Kriecher Threepwood endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Ich bin Threepwood. Apropos, solltest du nicht in einer Zelle oder so sein? Wir kriegen 10 Minuten Pause pro Stunde. Das ist das Gesetz. Bis später. Ich sehe dich und deine Brustflossen später. Wir drei werden warten. Okay. Tja, Leute, und damit haben wir ein bisschen mehr erfahren. Und wir haben das Glasauge. Aber natürlich noch als Rohling. Da muss noch die Augenfarbe drauf. Um das Ganze kümmern wir uns aber im nächsten Part. Bis dahin, ciao Leute.